Ich backe heute mit einem Zuschauer. Ich habe heute den Moritz zu Besuch und was der Moritz für ein Rezept mitgebracht hat, das sagt er euch nach dem Intro. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ich habe heute einen Zuschauer zu Besuch, den Moritz. Der Moritz ist heute zu mir gekommen, denn ihr habt es vielleicht auch schon in dem ein oder anderen Video einmal gesehen. Ihr dürft mir nämlich gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr mal Lust habt, mit mir hier zusammen in meiner Studioküche zu backen. So hat es auch der Moritz gemacht. Der Moritz hat mich per E-Mail angeschrieben und gesagt, er möchte gern mal mit mir backen. Und deswegen ist er heute hier und hat uns ein leckeres Rezept mitgebracht. Magst du dich gerne einmal vorstellen? Hi, also ich bin der Moritz und wir backen heute Tiramisu-Cupcakes und ich backe jetzt auch schon seit 3 Jahren und das war es eigentlich schon. Ja, finde ich richtig cool in deinem Alter. Hast mir vorhin gesagt, du bist 13 Jahre alt. Und wenn du schon seit 3 Jahren backst, also alle Achtung. Und ich weiß ja auch, dass du das absolut liebst und dass es ganz oft bei dir Backwerke gibt. Also in dem Alter schon so ein tolles Hobby zu haben, da freut sich mit Sicherheit die Familie. Der Moritz und ich, wir kennen uns auch schon. Wir haben uns schon einmal gesehen, denn ich gebe auch Kurse für den Bereich Basis Motivtorte und da war der Moritz auch schon einmal bei mir. Und damals hat er auch schon gesagt, er würde das gern mal mit mir machen. Und so stehen wir heute hier und haben die leckeren Tiramisu-Cupcakes, die sich der Moritz für euch ausgedacht hat. Starten wir los mit den Zutaten. Wir beginnen als erstes mal mit dem Muffin. Magst du uns gern die Zutaten zeigen? Ja, also für die Muffins brauchen wir 150 Gramm Butter, 150 Gramm Mehl, einen Esslöffel Espresso, einen Esslöffel Milch, 150 Gramm Zucker, zwei Eier, einen halben Teelöffel Backpulver, ein Viertel Teelöffel Natron, eine Prise Salz und einen halben Teelöffel Vanillearoma. Super, starten wir los und beginnen mit dem Teig. Doch zuerst vermischen wir Mehl mit Backpulver und Natron. Also jetzt werden Butter, Zucker, Salz und Vanille in die Rührschüssel gegeben und für 4 bis 5 Minuten aufgeschlagen. Du arbeitest zu Hause auch mit einer KitchenAid, gell? Ja. Hattest du mir schon erzählt, dass du dir das zu Weihnachten gewünscht hattest und auch bekommen hast? Ja. Sehr cool. Wenn ihr kein Vanillearoma habt, ihr könnt natürlich auch stattdessen ein Päckchen Vanillezucker verwenden. Oder eine Vanilleschote. Oder eine Vanilleschote, genau. Zwischendrin schieben wir den Teig mit einem Teigschaber nach unten, da er sich am Rand immer so ein bisschen nach oben drückt, geben anschließend nach etwa 5 Minuten, wenn die Butter weißcremig aufgeschlagen ist, die Eier nacheinander einzeln hintereinander dazu. Diese werden gut eingerührt, dann folgt die Mehlmischung, die Milch und der Espresso und das Ganze wird nur noch so kurz wie nötig verrührt. Der Teig ist fertig. Wir haben übrigens noch einen Esslöffel mehr Milch hineingetan. Da müsst ihr einfach mal schauen, denn je nachdem, die Eier sind immer so ein bisschen unterschiedlich groß und wenn der Teig zu fest ist, dann gebt auch noch mal ein wenig Milch dazu. Ich schreibe euch das aber alles noch mal ins Rezept. Wir haben das jetzt den Teig in einen Spritzbeutel gefüllt und füllen diesen jetzt hier in unsere 12 Muffinförmchen. Sobald der Teig in alle Muffinförmchen gleichmäßig verteilt ist, kommen diese bei 170 Grad Ober-Unterhitze für 20 bis 25 Minuten in den Ofen. Die Cupcakes sind fertig gebacken. Bei uns haben sie 22 Minuten im Backofen gebraucht. Macht auf jeden Fall eine Stäbchenprobe und wenn kein Teig mehr am Stäbchen hängen bleibt, dann sind sie fertig gebacken. Wir haben sie jetzt nach draußen gestellt zum Auskühlen. Und in der Zwischenzeit machen wir die leckere Creme. Was brauchen wir denn für Zutaten dafür? Also für die Creme brauchen wir 250 Gramm Mascarpone, 125 Gramm Quark,
200 ml Sahne, 75 Gramm Zucker und 2 Teelöffel Sanapat. Für die Tränke brauchen wir 50 ml Espresso und 50 ml Amaretto-Sirup. Wer möchte, kann auch Amaretto nehmen. Dann noch ein bisschen Backkakao und ein paar Amarettinis oder Löffelbiskuit. Ja, da kann man ja dekorieren, ja, wie man das möchte. Wie ihr dazu Lust habt, wir zeigen sie euch heute mit Amarettinis und ein paar Löffelbiskuits. Und wie du ja schon gesagt hast, wir machen heute das Ganze natürlich alkoholfrei. Wir haben Amaretto-Sirup verwendet. Alternativ könnt ihr den Amaretto-Sirup im Verhältnis 1:1 natürlich auch durch Amaretto austauschen. Für die Creme kommt einfach alles in die Schüssel und wird steif geschlagen. Also der Mascarpone, der Magerquark, der Zucker, die süße Sahne und das Sanapat. So, Creme ist fertig. Die geben wir jetzt in einen Spritzbeutel mit einer Sternhülle. Sternhülle. Die hat der Moritz sich ausgesucht. Hier könnt ihr natürlich ganz variabel sein und die Hüllen verwenden, die ihr gerne möchtet. Aber bevor wir die Creme auf die Cupcakes geben, werden die noch getränkt, gell? Also für die Tränke müsst ihr einfach nur die 50 ml Espresso und den Amaretto-Sirup oder Amaretto vermischen und einfach ein bisschen über die Muffins geben. Ja, machen wir. Die Creme füllen wir jetzt in den Spritzbeutel ab und legen sie dann in der Zwischenzeit noch mal ganz kurz in den Kühlschrank. Zu guter Letzt werden die Cupcakes noch mit ein wenig Kakao bepudert und anschließend mit Löffelbiskuits und Amarettinis dekoriert. Cupcakes sind fertig, sind super, super einfach in der Zubereitung und vor allem auch super schnell zubereitet. Also es hat eigentlich gar nicht mal so sehr lange gedauert. Sie stehen hier schon, wir lassen uns gleich einen Cupcake auf jeden Fall schmecken. Der Moritz musste sich schon die ganze Zeit zusammenreißen und ganz ehrlich, ich auch, weil eins meiner absoluten Lieblingsrezepte, Lieblingsnachtische ist definitiv Tiramisu und deswegen freue ich mich da so richtig, richtig drauf. Lieber Moritz, vielen Dank, dass du diesen wahnsinnig weiten Weg aufgenommen hast, um zu mir zu kommen und mit mir zusammen dein Rezept hier für euch zu teilen. Ich freue mich natürlich, dass ich hier sein durfte und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Wer auch mal Lust hat, zu mir zu kommen, ihr dürft mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich blende euch meine E-Mail-Adresse jetzt hier ein. Und das Rezept gibt es übrigens zum Nachlesen auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Ich habe dem Moritz sein Rezept dort abgetippt. Dort könnt ihr alles nochmal nachlesen. Vor allem, weil wir hatten ein bisschen viel Tränke gehabt. Also das Rezept passe ich nochmal ein bisschen an. Also schaut auf jeden Fall beim Rezept vorbei. Und schaut auch auf jeden Fall mal bei dem Moritz vorbei. Der hat nämlich auch einen Instagram-Account. Genau, unten in der Infobox verlinke ich euch den Instagram-Account, da postet er nämlich seine Backwerke. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch nun noch einen wunderschönen Tag, eine wundervolle Woche und dann sehen wir uns bestimmt bald in einem neuen Video. Macht's gut, tschüss!